Gotham, so ungefähr. Also, zeitliche Verschiebung, alternative Erde? Beides möglich. Wir könnten in eine andere Dimension gesprungen sein. Oder Ereignisse auf unserer Zeitlinie wurden verändert und wir sind in einer neuen, anderen Gegenwart. Wir müssen rausfinden, was stimmt. Schnell. Wenn Jokers Bombe explodiert ist, müssen wir zurück. Der Wachturm sollte doch alle Anomalien aufgezeichnet haben. Den Wachturm gibt es vielleicht gar nicht. Ich bekomme keine Verbindung. Wir müssen das herausfinden. Sobald mein Ring aufgeladen ist, bringe ich uns dorthin. Die Atlantis-Archive. Wenn dies eine veränderte Zeitlinie ist, finden wir dort vielleicht Aufzeichnungen, die belegen, was es ausgelöst hat. Falls es ein Atlantis gibt. Das sollten wir herausfinden. Wir beide sollten hier alles überprüfen. Ring, wo ist die nächste Ladebatterie? Das Gelände von Ferris Aircraft in Coast City. Ah, wenigstens das hat sich nicht verändert. Verhaltet euch ruhig, ich bin sofort zurück. Wo sagtest du, befindet sich die Batterie? Im Büro von Carol Ferris. Nächster Gang links, dritte Tür rechts. Es ist die vierte Tür. Ganz schön hartnäckig, was? Ich habe keine Angst vor euch Kindern. Und ob du das hast, ich kann es spüren. Raven? Cyborg? Das ist deine letzte Chance, die Amnestie des Hohen Rates zu akzeptieren, Deathstroke. Um erzogen zu werden in eurem Lager? Eine Marionette zu werden? Wie du? Der Boss ist großzügig. Ich wäre das nicht. Die meisten Titans starben vor 5 Jahren in Metropolis. Ich hätte damit nichts zu tun. Egal. Du stehst trotzdem auf der falschen Seite des Gesetzes. Richte das. Deinem Boss aus. So läuft das hier also? Du bist also wieder grün? Hier stimmt etwas nicht. Das ist Hal Jordan, aber... Verschwindet, das war's für euch. Bestimmt nicht unserer. Fühlst du seinen Schmerz? Noch? Wenn wir mit Deathstroke fertig sind, sollten wir dreimal mit dem Hohen Rat reden. Genug! Wer auch immer ihr seid, ihr steht unter Arrest. Ja, damit ist Batmans Kapitel erstmal abgeschlossen. Wir übernehmen jetzt die Kontrolle von Hal Jordan oder auch Green Lantern. Kennt man ja auch schon aus dem einen oder anderen Film, sowohl animiert als auch Ryan Reynolds hat den, glaube ich, gespielt, ne? Der jetzt Deadpool spielt. Und wir kämpfen hier gegen Raven. Raven und Cyborg natürlich. Cyborg neuerdings ja Mitglied der Justice League oder Gründungsmitglied sogar. Früher natürlich immer bei den Teen Titans mit dabei gewesen. Genauso wie Raven hier. War ja auch eine relativ erfolgreiche Serie. Mit Robin als Hauptcharakter. Robin quasi als Anführer der Teen Titans. Lief sogar auf RTL 2. Was machst du da? Nicht gut. Ja, diese ganzen Charaktere, die hier so auftreten, also von den meisten habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gesehen. Aber erwartet nicht zu viel Hintergrundwissen. So pralle ist meine DC-Kenntnis dann doch nicht, außerhalb von Batman. Ja, und zu den eigentlichen Geschehnissen kann man ja gar nicht so viel sagen hier, was ich hier im Kampf so mache. Das Moderieren fällt einem relativ schwer. Ja, Green Lantern natürlich seine Superkraft, der Ring, mit dem er seine Gedankenkraft in Materie umwandeln kann. Und Raven hat irgendwas mit Dunkelheit zu tun. Oder Schatten oder irgendwas in der Art. Ich weiß es nicht genau. Wer ist dieser hohe Rat, der dich in einen zweitklassigen Schurken verwandelt hat? Dir gebe ich gleich zweitklassig. Rede. Und zwar jetzt. Na gut, reden wir über deine aktuellen Schwierigkeiten. Und wie ich diesen Kopf kreuz und quer schlage. Ja, im Prinzip ist natürlich die Story einfach nur eine einzige große Entschuldigung, um möglichst viele Superhelden hier gegeneinander antreten zu lassen. Haha. Das war doch cool. Au. So, hier erstmal küsst die Wand. So. Ganz genau.
Da hinten explodiert gerade alles. Ich versuche gerade irgendwie mal so einen Levelübergang zu provozieren. Au. Ja, blocken ist sehr unintuitiv in diesem Spiel. Blocken geht nämlich, indem man nach hinten oder nach unten drückt. Das ist gar nicht so einfach. Das richtig zu timen, meine ich. Aber jetzt, wollte ich gerade sagen, kriegt Cyborg volles Brett aufs Maul. Ja, wer ist Cyborg? Cyborg ist, ja, es liegt ja schon im Namen. Cyborg ja auch einen Gastauftritt im neuen Batman vs. Superman gehabt. Ich denke, von dem werden wir in nächster Zeit noch mehr im Kino sehen. Verdammter Abschaum. Ihr wollt mich töten. Lass mich! Hey, ich gehöre nicht zu denen. Wer immer du sein magst, sie kennen dich. Sie kriegen dich. Hast du den Mut, ihre Amnestie abzulehnen? Für wen arbeiten sie? Wer könnte solche Meters unter Kontrolle halten? Herr, bist du da? Herr! Wonder Woman? Du solltest lieber schnell herkommen. Sinestro ist hier. Sinestro? Er greift Bewohner an die... Bin unterwegs. Ich muss meinen Ring aufladen. Dann werden wir eine kleine Reise machen. Es wird mir Spaß machen, Green Arrow erneut sterben zu sehen. Wonder Woman, Green Arrow, jetzt Hal Jordan? Das wird ja immer besser. Boah, Quicktime-Event schon wieder. Du amüsierst mich, Jordan. Ja, wer ist Sinestro? Sinestro ist, au. Der Erzfeind von Green Arrow. Boah. Ihr seht ja schon, die Fähigkeiten sind sehr ähnlich. Ist das Sinestro? Wenn das Quicktime-Event hier vorbei ist, werde ich zu den Farben der Ringe nochmal was sagen. Der Heimatplaneten reicht dir wohl nicht, Sinestro. Die eine Erde-Regierung ähnelt der meinen auf Korugar. Eine Allianz wäre nur logisch. Bis jetzt akzeptiere ich Menschen. Sogar Hal Jordan. Mein Doppelgänger ist auf deiner Seite. Wie alle, die leben wollen. Ja, und zwar, die Green Lanterns sind so eine Art Weltraumpolizei. Pro Weltraumsektor gibt es einen Green Lantern, der kriegt von so einem hohen Rat von Wächtern den Ring ausgehändigt, mit dem er seine Gedankenkraft, seine Willenskraft in diese Konstrukte hier umwandeln kann. Ne? Wie zum Beispiel diese Wand jetzt hier. Und Grün basiert halt auf Willenskraft, auf Mut etc. Und die Erzfeinde der Green Lantern sind die gelben Laternen, die Yellow Lantern hier, deren Anführer Sinestro ist, ein ehemaliger Green Lantern, war mal Hal Jordans Partner. Hal Jordan ja hier Green Lantern, also unser Hauptcharakter jetzt gerade im Moment. Und gelb ist die Macht der Furcht. Also je mehr du gefürchtet wirst, desto stärker bist du als gelbe Laterne. Während die grünen Laternen halt auf Mut setzen. Es gibt dann noch ein paar Farben, aber das ist so das Wichtigste. Hal Jordan selber übrigens auch schon mal eine Yellow Lantern gewesen. Ich widerstehe der Gefangenschaft erneut. Unter dem Namen Parallax. Quasi die Inkarnation der Furcht und der Angst. Alles klar. Wenn ich das richtig verstanden habe damals. Gerufen. Gehörst du zu Sinestros Corps? Sinestro hat recht. Angst ist effektiver als Willenskraft. Du bist also von grün zu gelb gewechselt. Die Farbe der Feigheit. Ich stehe immer noch unter Befehl, wie die Wächter. Ich bin sicher, dass sie stolz auf dich sind. Heuchelei ist einfach, wenn man nicht weiß. Spar dir das. Zeit mir auf die Fresse zu machen. Also ich finde den Ton so ein bisschen unausgeglichen hier. Au. Ich finde die Sprache ein bisschen leise im Vergleich zu diesem dröhnenden... Au.
Geräuschen. Ich könnte jetzt natürlich immer nachgucken, was die Charaktere so für Kombos haben. Aber ich denke, das würde den Spielfluss schon ein bisschen hemmen. Deswegen versuche ich es eher so durch Ausprobieren diverser Tastenkombinationen hier selber Kombos zu finden. So, und hier kriegen wir tatsächlich schon mehr aufs Maul als in den bisherigen Kämpfen. Und es wird, glaube ich, auch nicht besser werden. So, hier. Ja, damit kriegst du mich nicht, mein Freund. Ich würde sagen... Ey, wo sind denn meine ganzen Energien hin für meine ultimative Attacke? Da kommen sie ja wieder. Ja, dann geh nochmal durch die Wand. Ich lehre dich das fürchten. Ich bin ein schlechter Ich will nichts wagern. Ich will meine Energie sammeln. Für eine ultimative Attacke. Das ist so eine Art Wette, wo Angreifer und Verteidiger Teile ihrer Energieleiste wetten können. Und je nachdem, wenn der Angreifer gewinnt, macht er zusätzlichen Schaden. Wenn der Verteidiger gewinnt, kriegt er Lebenspunkte zurück. So, aber ich möchte euch die ultimative Attacke nochmal zeigen. Das war ja irgendwie unspektakulär jetzt. Das war surreal. Und etwas verstörend. Ja, dieses Gelb sticht ganz schön ins Auge. Wir müssen los. Verstecken sich vor der Polizei. Gibt's hier denn gar keine guten Jungs? Vielleicht ja doch. Noch nichts? Die Energiesignatur aus dem Park stimmt mit keiner aus der Datenbank überein. Warum nicht einfach auf der Frequenz der Signatur schwingen und ihnen folgen? Weil wir nicht wissen, ob sie an einen gefährlichen Ort führen. Oder überhaupt irgendwohin. Nein, Superman hat recht, es ist viel zu gefährlich. Schade, dass ich nicht schnell genug reagiert habe, um sie zu schnappen. Wir finden sie. Wir müssen einfach. Welch seltene Ehre, Eure Hoheit. Ich brauche Informationen über die Regierung der Oberwelt. Geschichte und aktuelle Strukturen. Ah, für die Vertragsverhandlungen mit dem Hohen Rat. Ja, die Vertragsdiskussionen. Ich fürchte, unsere Quellen sind begrenzt. Superman war nie gewillt, etwas vom Innenleben seines Regimes preiszugeben. Sag mir, was du über die Ereignisse dieses Aufstiegs weißt. Eine vollständige Überprüfung sollte zu neuen Strategien für Verhandlungen führen. Es ist mir eine Ehre, Herr. Vor 5 Jahren hat der Verbrecher Joker Superman dazu gebracht, seine Frau und seinen ungeborenen Sohn zu töten und Metropolis zu zerstören. Von Trauer zerfressen tötete Superman den Joker. Ja, wir können uns noch alle gut an den Tag erinnern. Danach kannte er keine Gnade. Als Richter, Geschworene und Henker konnten er und andere Metamenschen die kriminellen Elemente schnell in die Schranken weisen. Dadurch wurde er sehr beliebt. Die Oberwelt hatte auf eine starke Führung gewartet. Superman konsolidierte seine Macht. Er schuf die Eine-Erde-Regierung. Demokratische Institutionen verschwanden. Herr, die Gesandten des Hohen Rates erwarten euch im Thronsaal. Flash, Shazam, willkommen. Eure Hoheit, es ist eine Ehre, euch zu treffen. Als erste Bewohner der Oberwelt, die Atlantis betreten dürfen. Ja, wir haben wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Den Vertrag. Den finalen Entwurf. Superman ist sehr erfreut, dass ihr seinen Vorschlägen zugestimmt habt. Darf ich?
Gibt es ein Problem, Eure Hoheit? Das bedeutet vollkommene Unterwerfung. Superman wird über Atlantis herrschen. Dem habt ihr zugestimmt. Das erwarten wir. Ihr droht mir? Seid vorsichtig. Wir haben unsere Befehle. Richtet es Superman aus. Er wird Atlantis nicht bekommen. So, damit sind wir jetzt in die Haut von Aquaman geschlüpft, dem Mann, der mit den Fischen spricht. Zu Aquaman sage ich gleich noch was. Als allererstes möchte ich nochmal darauf hinweisen, diese ganze Vorgeschichte da, die 5 Jahre, die zu Supermans Aufstieg und zu dieser Welt hier geführt haben, das ist das, was man im Injustice Comic nachlesen kann. Quasi in 5 Staffeln aufgeteilt. Es beginnt tatsächlich mit dieser Aktion vom Joker, also die ersten 2-3 Kapitel erzählen, wie der Joker die Atombombe nach Metropolis geschmuggelt hat und wie er Superman dahingehend manipuliert hat, dass Superman tatsächlich seine Frau Lois Lane ermordet hat und Metropolis zerstört hat. Und dann geht dann damit weiter, was dann danach passiert ist und wie sich Superman und Batman immer mehr entzweit haben. Was dann letztendlich zu dieser Welt hier und zu den Ereignissen dieses Spiels geführt hat. Sehr geiles Comic, sehr geile Geschichte. Kann ich nur empfehlen für alle, die sich da so ein bisschen für interessieren. Ich selber habe bisher auch nur Jahr 1 und Jahr 2 gelesen. Kenne also auch noch nicht die volle Geschichte. Werd aber auf jeden Fall zusehen, dass ich das noch nachhole, dass ich mir tatsächlich die restliche Geschichte noch durchlesen werde, weil ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht und wie sich das Ganze da noch entwickelt und was da noch so passiert ist. Bisher war es auf jeden Fall sehr geil. Also wenn euch Injustice gefällt, lest den Comic, dann kriegt ihr die volle Geschichte. Ich will mit Superman sprechen. Ihr sprecht nicht mit Superman. Ihr werdet tun, was er verlangt. Ihr werdet tun, was ihr versprochen habt. Shazam. Ja, zu Shazam kann ich tatsächlich relativ wenig sagen. Shazam bezieht seine Macht von den griechischen Göttern. So viel weiß ich noch. Durch ein Zauberwort. Ist eigentlich ein kleiner Junge oder ein... auf jeden Fall relativ jung. Der mit Hilfe des Zauberworts Shazam sich halt in diesen Superhelden hier verwandelt. Mit diversen Superkräften halt basierend auf den verschiedenen Göttern, die ihm seine Macht gewähren. Und dann wollte ich ja noch was zu Aquaman sagen. Aquaman natürlich der Prinz, der Herrscher von Atlantis. Hat so ein bisschen allmächtiger Neptun. Ja, den Ruf weg, relativ nutzlos zu sein, weil das ist halt der Kerl, der mit den Fischen redet. Tatsächlich kann Aquaman aber wesentlich mehr als das. Ich habe Aquaman früher auch nicht gemocht. Es war tatsächlich sogar dieses Spiel hier, Injustice, und die Injustice-Comics, die mich so ein bisschen, gebe ich ganz ehrlich zu, zu einem Aquaman-Fan gemacht haben. Also Aquaman, wenn er richtig dargestellt wird, das ist eine richtig coole Sau, ja. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie DC ihn in ihren neuen Filmen darstellen wird. Wird ja von Jason Momoa gespielt. Den kennt man am ehesten noch als Tia Anasazi aus, als Ronan aus Stargate Atlantis. Und natürlich auch als Khal Drogo in Game of Thrones. Das ist unser neuer Aquaman. Ja, ich schinde ja gerade ein bisschen Zeit, das merkt man, ne? Ach komm, hier, prügel ein bisschen auf mich ein. Dann zeige ich unsere Superkraft noch. Shazam. Shazam, das ist gerade extremst traurig, was du da machst. Shazam. Shazam, ist das dein Ernst? Komm, einmal noch. Für Papa, komm. Shazam. Es geht doch. Denn jetzt, au, gibt's volles Brett aufs Maul! Ich sollte aufhören, das machen zu machen, wenn die sowieso nur noch so wenig Lebenspunkte haben. Das ist der Herr. Ja, so viel halt zu Aquaman. Die Paralleldimension.
Für wen arbeitest du, Thronräuber? Manta? Ocean Master? Ich bin der König von Atlantis. Ich höre auf niemanden. Im Gegensatz zu dir. Zügle deine Zunge.